willkommen zu einem neuen Video. Heute auf dem Kanal spielen wir seit einem knappen Monat mal wieder eine Runde Minecraft Bed Wars auf Gommadee.net auf einer, wenn nicht sogar auf meiner Lieblingsmap Flowers auf dem Gomme-Server. Genau, worum geht es in diesem Video? Ihr werdet es wahrscheinlich schon am Titel gesehen haben. Es geht heute einerseits darum, dass ich momentan planless bin. Andererseits geht es darum, ja, um eure Aktivität auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich fange am besten einmal damit an, dass ich planless bin. Hat eigentlich nicht groß viel Themenstoff. Das heißt eigentlich nur, dass ich zur Zeit planless bin. Und auf einer Suche nach einem Clan bin. Und zwar ein Clan, mit dem ich halt CW spielen kann, der halt auch relativ bekannt ist. Und ja, nicht einer, dass ich nach zwei Tagen close, weil das habe ich ehrlich gesagt nicht nötig. Ja, okay, das war's eigentlich schon. Denn ich will nämlich endlich mal wieder ein paar Clips bringen oder halt oder überhaupt mal Clips. Weißt du was halt? Okay, den haben wir. So. Ja, das zweite Thema. Ach Gott. So, wir igeln uns jetzt erstmal in die Mitte. Ja, das zweite Thema ist auch schon eure Aktivität auf meinem Kanal. Ja, da möchte ich jetzt einfach mal drüber sprechen. Und zwar gucke ich mir sehr gerne die Statistiken auf meinem Kanal an, also so wie, ja, die YouTube Analytics. Also auch für Kommentare, Likes, also Bewertungen und ja. Und dann sieht man halt so als YouTuber, dass da halt nicht gerade viel ist. Und das ist halt so ein bisschen das, was halt echt schade ist. Weil man macht ja Videos. Klar, stecke ich nicht so viel Zeit rein wie manche andere YouTuber, die jetzt, keine Ahnung, sonst was in so einem Video schneiden würden oder sonst was für Effekte. Weil ich einfach nicht der Fan von sowas bin und einfach auch nicht so viel Lust drauf habe, sowas zu machen. Das ist einfach der Grund. Ja. Aber es ist halt schon schade, wenn man dann auf ein Video, wo drauf steht, eure Meinung ist gefragt, nach 48 Stunden nicht einen Kommentar bekommt. Das ist halt das, was mich schon so ein bisschen traurig macht. Oder auch auf die Rising Videos hatten wir in... Oh Gott, lass mich jetzt nicht liegen. In 12 Parts, also in allen Parts insgesamt zusammengerechnet, ich weiß gerade echt nicht, wie es sind. Insgesamt 11 Kommentare. 11 Kommentare. Kann sich jeder mal auf die Zunge zu gehen lassen. Also das ist schon echt, ich will jetzt nicht sagen peinlich, aber ja, eigentlich schon. Und da ist dann halt auch sowas, was dann halt als YouTuber auch ärgert. Aber naja, man kann natürlich niemanden zwingen, Kommentare zu schreiben. Und mit Kommentare meine ich übrigens nicht so, ja, nice Video oder so, weil solche Kommentare bringen mir einfach nichts. Ich will konstruktive Kritik in den Kommentaren haben. Oder halt auch Kommentare, die vielleicht mal schon nice Video beinhalten. Also wenigstens ein bisschen ausführlicher sind, warum nice Video und was man besser machen könnte und sowas. Sowas wünscht man sich halt einfach als YouTuber und sowas wird einem halt eigentlich fast nie gezeigt oder geboten. Ja, und das ist halt, ja, schon auch der Grund, warum YouTube mir momentan mal wieder eher... Junge, hat er mich zerstört. Eher semi viel Spaß macht. Ja, aber es... ich weiß jetzt auch nicht so richtig, was man da ändern könnte. Außer halt, ja, mehr Arbeit reinstecken, aber... Keine Ahnung, ich bin dann einfach nicht so der Mensch, der sich so eine halbe Stunde so oder, nee, nicht mal, so zwei, drei Stunden vorm PC setzt und einfach halt jetzt in aller Ruhe ein Video schneidet. Das bin ich nicht, aber Kommentare sind dann einfach das, was so einem YouTube-Kanal belebt und was man halt auch einfach als Resonanz sehen möchte. Und es wäre halt wirklich schön, wenn es einfach mehr...
wenn es einfach mehr Kommentare geben würde. Denn sowas motiviert dann einfach und sowas zeigt dann halt auch, dass die Community aktiv ist. Ich habe da mal ein Beispiel und zwar ein wildes Nico, war ja auch schon zwei, drei Mal auf meinem Kanal aktiv. Hat mit 570 Abos ungefähr einen Kanal-Restart gemacht, aus dem Grund, dass er eine inaktive Community hatte, vor allem halt wegen Aufrufen und wegen diese Rettungsreform, ja, erstmal wegen halt inaktiver Community an sich, aber halt auch aus dem Grund, dass halt keine Aufrufe und keine Kommentare sind. Was ich aber gar nicht so krass verstehen kann, weil er hatte eigentlich pro Video so an die 20 bis 25 Kommentare. Ich habe halt pro Video 2 oder einen oder manchmal sogar gar keinen. Aber gut, ist seine Sache. Ich weiß es nicht, mir würde es halt nichts bringen, so einen YouTube-Kanal jetzt neu anzufangen. Weil ich weiß, dass ich da so nicht viel verändern würde, außer dass halt vielleicht ein paar mehr, ja, dass halt auf jeden Fall erstmal weniger Abonnenten sind, weil ich habe mir jetzt einen Kanal aufgebaut mit mittlerweile 420 Abos und sowas will man halt eigentlich auch nicht wegschmeißen, also ich will es zumindest definitiv nicht. Ja, aber man fragt sich halt dann trotzdem schon mal, ja, man macht halt schon Videos und halt eigentlich für niemanden. Deswegen, ich finde es halt persönlich schade, dass es keine Kommentare gibt. Das ist eigentlich so das Fazit dieses Videos oder meiner Rede, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Und dass es mich halt freuen würde, wenn eure Aktivität ein bisschen, ja, höher sein würde. Das muss nicht unbedingt in den Aufrufen zu sehen sein, aber halt in den Kommentaren. Weil das halt auch das, man als YouTuber erwartet ja auch von einem, man lädt ein Video hoch und wartet ja eigentlich auch auf Resonanz. Und das ist halt das, was so oft halt fehlt. Oh, I'm sorry, mate. So, ja. Alter, man merkt richtig, dass ich so lange kein Battles mehr gespielt habe, ne? Ja, auf jeden Fall würde es mich halt echt freuen, wenn es einfach mehr Kommentare geben würde, wenn einfach mehr Aufmerksamkeit oder mehr Aktivität von euch zu sehen wäre. So. Wir holen uns jetzt einfach mal den letzten Gegner. Potten einfach mal alles. Was geht, wir haben sogar auch noch noch eine Stärke. So, dann holen wir uns den Kollegen jetzt mal. Ebenso inaktiv seid ihr auf Twitter. Ja. 350 Follower. Und nach einer Woche habe ich unter dem Hashtag AskNinja 5 Fragen. 4 davon sind vom gleichen Typ zur gleichen Minute geschrieben. Grüßen raus an Luxio mal ganz kurz an der Stelle. Das soll aus dem Grund, dass mich halt mega stört, weil ich wollte eigentlich nach den Rising Videos direkt mit einem FAQ anfangen. Einfach aus dem Grund, dass die Leute, die mich vielleicht von anderen Badass-YouTubern so abonniert haben. Also. Oh, ihr laggt. Hat so ein kleines Bild von mir bekommen. Okay, da war ich gerade mal ganz kurz. Puh, etwas im Struggle. GG. Ach, da ist ja gleich der ganze Clan. Ja. Bad Game with a Fan, gut. Zu der Bad Wars Community. Red mal gar nicht erst. Ich würde einfach mal sagen, falls euch dieses kleine Video mal wieder Bad Wars gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall riesig über eine Bewertung freuen. Genauso wie, ich sag's wieder und ich werde es auch immer wieder sagen, auf Kommentare. Ich würde auf jeden Fall den Verlauf meines YouTube-Kanals ein bisschen auch nach dem Video richten. Ja. Bin ich mal gespannt, wie es so läuft. Ob wir Kommentare bekommen oder nicht.
Ich habe dazu ein bisschen so meinen. Ich denke dazu, was kommen wird, aber ich verrate euch mal nicht. Ich bin gespannt und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Haut rein und ciao.
Thank you.
Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink it deep into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Let's go.
Bye.